Yo Party People, was geht ab und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute gucken wir, wer der glückliche Gewinner von dem Community Bike ist. Und ich will jetzt gar nicht mehr so lange quatschen, wir diven direkt rein in den Livestream. Ich würde behaupten, wir fangen einfach an mit der Person, die mir als allererstes ein Video geschickt hat. Der Kollege heißt Simon. Moin Thjörven, moin Community. Liebe Grüße aus Ecuador. Hier arbeite ich derzeit in der Entwicklungshilfe und baue Sandfilteranlagen für verschiedene Gemeinden. Bei meiner Rückkehr nach Deutschland würde das Community Bike mein altes Tourenfahrrad ablösen, was schon mein Opa gefahren ist. Und das Tourenfahrrad würde dann ja eigentlich nur noch für längere Touren und Overnighter genutzt werden. Und das Community Bike wäre dann mein neuer Daily Driver. So viel dazu und hasta luego. Das war Simon, Leute. Hallo Torben, ich möchte dein Rad gewinnen, weil ich mein Bike-Projekt einfach nicht fertig bekomme. Zwei linke Hände und so weiter. Das ist, der heißt Mike, der gute Herr. Kurz und knapp, ja. Hey, grüß dich Thjörven, grüß dich liebe Community von Thjörven. Und zwar, ich bin der Meinung, dass ich mit einer der besten Kandidaten für dieses Gewinnspiel bin. Einfach weil mein treuestes Vehikel, was mich die letzten 12 Jahre lang begleitet hat, vor kurzem aus unserem Gemeinschaftskeller geklaut wurde. Und ich einfach mit den Jungs, unter anderem einer von denen, der mich auf dem Beitrag markiert hat, einfach schon Touren geplant habe auch in Zukunft und daher auch einfach ein neues Fahrrad brauche. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen. Das ist Luki. Wir kommen jetzt zu einem Video, wo ich nicht so ganz verstanden habe, ob die Person verstanden hat, was ich von dem Video möchte. Also ich wollte, dass ihr mir einfach kurz und knackig sagt, warum ihr dieses Fahrrad braucht. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, aber wir gucken es trotzdem uns an. Ja? No judgment hier, vielleicht versteht ihr es, mein Computer so. Lässt mal wieder auf sich warten. Anfang des Jahres habe ich ein bezahlbares Rennrad über eBay ergattern können. Aber der Grund für den Preis war wohl der Verschleiß. Ständig macht es Probleme und jetzt, auch nach mehrfacher Reparatur, läuft es wieder nicht rund. Und dann wurde ich auch noch auf dem Fahrrad meiner Partnerin von einem Auto angefahren. Nun bin ich auf den Bus angewiesen. Aber er kommt ja gleich, der warme, überfüllte Bus. Also war er so ein bisschen Geschichtenerzähler-mäßig, ne? Also so ein bisschen auch mystisch, ja? Auch coole Idee. Berkay heißt die Person. Wir diven direkt rein ins nächste. Hi Thjörven, ich bin der Milan aus Langenfeld. Und wenn ich das Community Bike gewinnen sollte, komme ich nach Berlin und fahre damit bis nach Hause. Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr das Radfahren für mich entdeckt, in einer Zeit, in der es mir nicht so gut ging und konnte durch das Fahrrad körperliche und mentale Gesundheit zurückerlangen. Seitdem bin ich über 6000 Kilometer gefahren, habe meine ersten Bikepacking-Touren gemacht und habe mich beruflich auch Richtung Fahrrad orientiert. Heißt, das Bike wäre bei mir in allerbesten Händen. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg, danke dir für den Content und die Chance, ein Fahrrad zu gewinnen. Haut rein, euer Milan. Ciao. Milan, ich hoffe, ihr habt alles gehört. Ja, der möchte mit dem Fahrrad, also er würde nach Berlin kommen und mit dem Fahrrad dann nach Hause fahren. Weiß ich jetzt nicht, ob das im Dezember so eine gute Idee ist, Milan, aber das ist dein Problem, falls du dieses Fahrrad gewinnst. Wir kommen zu einem weiteren Video. Ich wollte nächstes Jahr eigentlich wieder zu Freunden und Familie nach Schweden, aber Zugtickets und die Strecken sind halt übelst beschissen geworden in letzter Zeit. Also dachte ich, ich kann eigentlich genauso gut mit einer Satteltasche und dem Community-Bike die paar hundert Kilometer hochfahren und komme um einiges billiger und habe richtig viel Spaß dabei. Ganz kurz und unkompliziert. Es geht direkt weiter mit Jonathan. Jo, servus Leute. Ich bin Jonathan, Student aus Nürnberg und ich will gar nicht irgendwie Mitleid oder sonst was. Ich hatte einfach nur einen Fahrradunfall, habe mir beide Ellbogen gebrochen und das andere Problem ist halt, dass ich mir dabei das Fahrrad komplett zerlegt habe und das komplett im Arsch ist. Deswegen muss ich sagen, wäre das Community Bike einfach eine super Sache, dass ich möglichst schnell, wenn ich wieder kann, in die Materie reindiven kann. Haut rein, Leute. So, da will jemand in die Materie reindiven, Leute. Wir machen direkt weiter. Hallo, ich bin Karin, ich bin 24 und komme aus Hannover und ich soll das Community Bike gewinnen, weil ich unglaublich gerne mit meinem Freund eine Bikepacking-Tour machen möchte und mich das Hobby Radfahren generell schon vor 2 Jahren angefangen hat zu interessieren. Ich habe aber leider aktuell noch kein gutes Fahrrad, weil ich noch studiere und so die finanzielle Situation das bei mir einfach nicht zulässt. Und ja, ich würde mich riesig über das Fahrrad freuen. Sehr coole Aktion von dir und ich wünsche allen anderen TeilnehmerInnen viel Glück. Wir kommen direkt zur nächsten Person. Moin, ich bin Nadja aus Hamburg. Vorweg möchte ich gerne sagen, dass ich es mega cool finde, wie viel Zeit und Aufwand du in dieses Fahrrad gesteckt hast für deine Community. Das Endergebnis ist mega krass geworden und definitiv ein Hingucker. Ich würde mich sehr freuen, das zu gewinnen.
da ich das meinem Freund zu Weihnachten schenken würde. Er hat mir auch von dem Fahrrad erzählt und daher weiß ich auch von der Verlosung. Er wünscht sich seit längerem ein Fahrrad und wenn er das bekommen würde, dann wäre das natürlich mega krass. Und ja, ich wünsche trotzdem allen Teilnehmern viel Glück und ciao. Nadia möchte das Rad gewinnen für ihren Freund. Hi Leute, ich bin Nadine Joko, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere hier in Jena Kunstgeschichte und Filmwissenschaft. Das ist mein aktuelles Bike, das alte Rad von meiner Oma, das sie mir netterweise vererbt hat. Sieht erstmal ganz stabil aus, aber ist eine ziemliche Rostmühle. Das Schlimmste ist die Übersetzung aufgrund der kaputten Gangschaltung. Viele meiner FreundInnen craveln durch die Wälder Jenas. Ich bekomme leider immer nur Fotos und Videos zu Gesicht. Ich wäre super gerne auch mal selber dabei mit dem geeigneten Bike. Lieber Tjörben, liebe Community, ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, dass ich die richtige Besitzerin für das Community-Bike bin. Eure Merlin. Merlin hat sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Die hat tatsächlich vorher ein Video richtig geschnitten. Der hatte ich halt geschrieben, so, yo, kannst du es bitte kürzer machen? Sie hat es smart gelöst, sie hat es einfach schneller abgespielt. Wir kommen zu Mikko. Sein Video ist zu lang, das sage ich jetzt nochmal. Ich habe ihm aber nicht Bescheid gesagt, dass er das Video kürzer machen soll. Hi Tjörben, hi Stream. Ich bin Mikko, ich bin 15 Jahre alt und vor kurzem war ich noch Praktikant bei Velobande, worüber ich auch zu diesem Gewinnspiel gekommen bin hier. Und ja, also seit 11-12 Jahren ungefähr fahre ich Fahrrad, schon seit meiner kleinsten Kindheit. Seit 2 Jahren begeistert mich so Fixed-Gear-Fahren ziemlich. Ja. Und der Grund, warum ich an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, ist der, und zwar nächstes Jahr in den Sommerferien, möchte ich mit meinem besten Kumpel zusammen eine längere Radtour machen nach Schweden oder ähnliche Länder, so in der Umgebung. Und so mit Leitgepäck und allem. Aber ich habe leider kein tourenfähiges Fahrrad und leider auch die finanziellen Möglichkeiten nicht, mir neues zu kaufen. Und deshalb möchte ich bei dem Gewinnspiel teilnehmen. Ja, vielen Dank und auch nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, so sich zu bewerben und so weiter. Ciao und liebe Grüße am Chat. Wir haben ja alle zusammen dieses Community-Bike gebaut, ja, aus folgendem Grund, dass wir ja alle zusammen irgendwelche Kisten im Keller haben, wo alte Teile rumliegen und die verstauben da und das ist halt nicht cool und wir wollen damit eine Person glücklich machen. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und habe extrem lange dafür gebraucht, dieses Fahrrad aufzubauen. Auf dem Fahrrad steht 2021 und wir sind am Ende von 2022, also es hat quasi 2 Jahre gedauert, dieses Fahrrad aufzubauen und das ist wirklich Schande über mein Haupt. Ich habe mir einfach sehr viel Zeit gelassen. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle jetzt einfach nochmal Danke sagen an alle, die beteiligt waren an diesem Fahrrad. Besonders auch Küsschen und Ehre an den lieben Sascha, der den Laufradsatz zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich auch an alle anderen, die tatsächlich ja auch auf dem Rahmen verewigt sind. Auch nochmal Danke an die liebe Velobande. Nochmal Danke an Grepp, ja, die das Lenkerband zur Verfügung gestellt haben. Danke an Fritz, der mir geholfen hat beim Filmen. Ja, der hat mir beim Lackieren geholfen. Beim Zusammenbauen hat er mir geholfen. Deswegen Küsschen gehen raus an dich, Diggi. Also grundsätzlich danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an alle, die jetzt ein Video eingeschickt haben und das irgendwie hier, ne, Teil davon sind. Die Person, die gewonnen hat, hat dieses Video eingeschickt. Merlin! Merlin hat das Fahrrad gewonnen. Merlin hat das Fahrrad gewonnen. Merlin hat 21 Stimmen zusammen getrommelt. Okay, also Merlin, du hast ja jetzt offiziell das Fahrrad gewonnen. Ich gratuliere erstmal dazu. An dem Fahrrad sind ja auch 2 Taschen dran. Und da packe ich dir noch Zeug rein. Also du gewinnst natürlich nicht einfach nur ein Fahrrad, sondern du gewinnst das komplette Set quasi. Es freut mich, dass das Fahrrad nach Jena geht. Es freut mich, dass du das kriegst. Ich hoffe, dass das erstmal eine gute Basis ist, um anzufangen. Es ist natürlich nicht flawless, dieses Fahrrad. Ja. Es ist ein zusammengewürfeltes Fahrrad, das muss man hier einfach nochmal sagen. Ja. Es gibt hier und da viele Sachen, die nicht perfekt gelöst sind. Aber falls du vielleicht irgendwann überlegst, da eine Gangschaltung ranzuhauen oder so, es ist halt eigentlich schon mal eine gute Basis. Yo, Party People, es ist Sonntag, 12 Uhr. Wir haben, glaube ich, minus 3 Grad. Und ich bin in der Nähe vom Hauptbahnhof in Berlin und habe mich gerade mit Merlin und ihrer Begleitung getroffen, die ja das Community Bike gewonnen hat. Und sie zieht hier gerade die ersten Runden auf dem Community Bike und ich glaube, sie ist sehr happy über das Fahrrad. Sieht auf jeden Fall aus, als wenn es ihr passen würde. Ah,
An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Merlin. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem Fahrrad. Und für euch, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder beim neuen Video. Bis dahin, euer Tjorven Geschwindigkeit. Tschi. Ich wollte aufhören, das zu machen. Sven, wehe, du schneidest das rein. Tschi.